Heute haben wir ein extrem krasses 5 gegen 1 und zwar müsst ihr gegen mich gewinnen. Ich muss nämlich überleben 2 Minuten. Wenn ich 2 Minuten überlebe, kriege ich 500 Gems, die ich an euch raushauen kann in den Kommentaren. Wenn die Leute gewinnen, kriegt jeder von denen 100 Gems, also auch 500 Gems. Lasst auch gerne ein Abo und ein Like da und wir sind mal gespannt, ob wir die 2 Minuten wirklich für euch überleben oder nicht. Let's go! Wir sind jetzt auf der Block Dash Legendary Map. Das findet alles hier statt. Ich bin mal gespannt. Der Timer ist gestartet. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, die werden richtig schwitzen. Wir haben Invisible drin, dass wir uns auch ein bisschen verstecken können. Aber die sind richtig schwierig. Wie gesagt, 5 gegen 1 ist halt so, so schwierig. Die können wirklich, wenn die gut zusammenarbeiten, bin ich schon jetzt hier fast raus. Seht ihr das? Und ich bin schon raus innerhalb von 15 Sekunden. Jeder von denen kriegt jetzt einfach 100 Gems in deren Tasche. Das kann so schnell gehen. Ich merke gerade, 2 Minuten ist einfach so krass viel Zeit. Aber vielleicht werden wir müssen wirklich besser aufpassen, weil die können uns, wenn die uns gut rauskommen, wirklich sehr, sehr schnell raushauen. Es geht weiter. Die nächste Runde geht los. Ihr habt gesehen, es kann so schnell vorbei sein. Einfach hier auf der Map. Es ist wirklich schwierig. Wenn die wirklich gut zusammenarbeiten, kann das hier richtig, richtig schnell enden auf jeden Fall. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen und vielleicht auch ein bisschen mehr mit Cancel arbeiten. Weil besonders Tetris könnte sehr, sehr gefährlich werden. Yes! Wichtig! Wichtig! Wichtig hier, dass wir das auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Ein bisschen hier an Spantarino machen und wir fliegen bis nach Bayern und zurück. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Ich möchte natürlich so viele Gems wie möglich für euch natürlich jetzt hier mitnehmen. Aber das ist natürlich richtig schwierig, weil die alles richtige Profis in meiner Community sind. Oh, geht mal raus, vielleicht habe ich auch ein paar rauszuhauen. Oder weil da war auf jeden Fall ein Blitz. Das kann natürlich auch gefährlich für deren Mates sein. Aber das sieht schon mal sehr, sehr gut hier aus. Oh, jetzt ist das natürlich schwierig. No, wie? Aber egal, wir haben Ball. Yes, was macht er? No, Mira! Mira haut uns raus, wir sind weg! No, Mira ist raus und er holt uns komplett auseinander und wir sind auf jeden Fall raus und die kriegen jeweils 100 Gems hier und in die Tasche. Ich glaube das alles nicht mehr. Crazy! Ihr habt gesehen, es war wirklich jetzt ein bisschen länger haben die Leute gebraucht, um mich hier wirklich rauszuhauen. Aber es kann wirklich so schnell gehen, dass man hier wirklich komplett rausgehauen wird. Wir müssen da wirklich extrem aufpassen, dass man hier wirklich nicht mehr zu wild hier ist. Aber das sieht schon mal sehr gut alles aus. Oh, das ist so, so wichtig hier, dass man hier... Oh, die müssen sich aber aufpassen, dass die auch nicht hier gegenseitig hier sich rauspunchen. Ganz, ganz wichtig. Was ich nochmal sagen wollte, vielen Dank an alle, die in die WhatsApp-Gruppe reingekommen sind. Das sind so viele Leute drin. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut bei euch ankommt. Danke auf jeden Fall, Damir, dafür. Oh mein... Oh no, wir sind raus. Das gibt's doch nicht. Halbe Minute ist vorbei und das geht so schnell. Holy moly. Es geht weiter. 5 Leute gegen mich. Scheint echt schwierig zu sein. Die sind richtig hier am Schwitzen. Der Timer ist auf jeden Fall gestartet. Ob wir uns jetzt hier wirklich raushauen oder nicht, ist wirklich crazy zu sagen. Tetris, Emote, Blitz, alles wurde auf jeden Fall hier mitgenommen. Die wollen uns auf jeden Fall hier komplett raushauen. Und wir sind noch rübergekommen, aber ganz knapp und alle anderen haben auch überlebt. Ich hoffe natürlich auch immer, dass sie sich so ein bisschen vielleicht gegenseitig raushauen, dass sie dann natürlich mehr Chance haben zu überleben hier. No, es ist schon over. Nein, was ist denn hier los? Das war ja wirklich crazy. Die übertreiben komplett mit ihrer Lage. Warum haben wir denn nur so Schwitzer-Leute in der Community hier? Ich glaube das alles nicht mehr. Das sind solche Schwitzeritisse. I can't. Die nächste Runde beginnt hier. Ey, die sind so am Schwitzeritis. Meine Community ist wirklich, wirklich krass. Ich probiere natürlich hier so gut es möglich ist für euch Gems zu gewinnen. Aber die sind so am Schwitzen. Ich sag's euch. Wirklich hier. Das ist doch nicht mehr möglich hier. Der eine hat sogar Herz mitgenommen. Hack und so. Ich kann das alles nicht mehr. Die schwitzen wirklich. Blocken mich hier komplett raus. Und fast bin ich hier rausgeflogen. Aber ich konnte doch gerade so überleben. Das sieht sehr, sehr schwitzig aus. Und es ist schon wieder over. Das gibt's doch alles nicht mehr. Es ist wirklich unmöglich, diese Schwitzeritis. I can't believe this. Es geht los. Die nächste Runde geht los. Der Timer wird jetzt auf jeden Fall gestartet. Und es geht los. Hier 2 Minuten. Julian ist am Start. War auch schon öfters dabei. Fubratz auch hier am Start. Die müssen wirklich... Oh, die hauen sich hier fast gegenseitig da wirklich komplett raus. Oh mein Gott, okay, der Punch und Tetris Emote ist halt wirklich, wirklich schwierig. Schreibt mal bitte gerne in die Kommentare, habt ihr Tetris Emote am Start oder wirklich nicht? Ich bin mal wirklich gespannt, was denn da abgeht. Aber ich bin mal gespannt, wer denn alles hat und wer nicht. Und danke auch nochmal an alle, die hier wirklich Abo und Like immer bei jedem Video da lassen. Wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr mich so krass supportet. Die werden immer schwitzerig hier.
Das sieht sehr gefährlich aus, ja! Oh mein Gott, aber ich bin doch gerade so rausgekommen, das war ja mal richtig bla bla. Probiert's hier, aber schafft's nicht. Und es ist... Ich muss jetzt hier Kenze machen. Kenze wirklich wichtigster Emote in ganz Thumbnail-Geist gefühlt, weil man damit so viel wirklich machen kann und ausweichen kann auch. Ich muss überleben. Komm, gib mir... No, no, was für ein Boost war das denn? Aber ich bin fast raus gewesen. Das gibt's doch alles nicht mehr, crazy. Wie schwitzeritis war das denn? Die sind so gute Spieler hier. Es geht los. Die letzte Runde war schon ein bisschen besser für mich. Wir müssen mal gucken. Der Timer ist auf jeden Fall gestartet. Wir haben auf jeden Fall Fuba am Start und Umut. Und wen haben wir noch? Nur Leon, Drake und... Leonster, oh mein Gott, Fuba, hier gibt mir noch einen Kick mit. Ich merke schon, das wird hier aggressiv und Punch auch nochmal. Und noch ein Tetris-Emote. Ich merke hier schon, dass das hier wirklich schwitzerig wird. Das ist wirklich gefährlich. Der Tetris-Emote kann wirklich mit einer Sekunde alles komplett ändern. Das ist sehr, sehr gefährlich. Oh, Leonster, ihr merkt aber schon, wie die mich hier fokussen. Wirklich, das ist kompletter Angriff auf mich. Wir müssen echt aufpassen. Oh, wichtig. Aber die müssen natürlich auch aufpassen, dass sie sich natürlich nicht auch gegenseitig hier raushauen, weil das ist auch immer richtig schlecht. Ne, weil sonst schwierig. Oh, wir müssen jetzt hier Cancel machen. Wichtig. Nochmal wollte ich mich auch bei euch bedanken. Wie gesagt, dass ihr so viele die Videos teilt. Ich sehe immer die Teilungen. Ey, ihr supportet wirklich so krass diese Videos. Wirklich, wir können das hier wirklich nur machen, weil ihr so viel supportet. Ich danke euch wirklich vom Herzen. Ihr seid die krasseste Community überhaupt. Wir haben jetzt... Oh, die Hälfte ist fast rum. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen hier. Die sind am Schwitzen. Die sind so am Schwitzen. Oh mein Gott. Schaffen wir das oder nicht? Die geben mir einen Kick nach dem anderen hier raus. Aber das sieht sehr gut für uns aus. Wir müssen jetzt hier ein bisschen mehr Schwitzeritis machen. Oh, wichtig. Das sieht gut aus, Leute. Oh, Fuba. Da hinten sind fast welche rausgeflogen, Leute. Da hinten sind fast welche rausgeflogen. Oh, jetzt haben sie mich umzingelt. Bin gerade noch da rausgekommen. Das war knapp. Jetzt geht's los hier. Ich muss rüber. Schaffe ich's doch. Gerade so noch geschafft. Wir haben so viele Leute rausgekickt hier. Das ist doch crazy. Ich glaube das alles hier nicht mehr. Das ist so krass. Oh, wir haben es doch noch geschafft. Das ist so wichtig. Leonster und Fuba sind beide noch drin. Schaffe ich es hier 500 Gems für euch zu sammeln? Oder nicht? Dias ist stuck. Dias ist stuck. No! Es war so close. Es war einfach so close, dass ihr das... Ich hätte es fast für euch gesammelt. No, aber meine Community ist so schwitzerig. Es waren nur noch ein paar Sekunden wirklich hier. So, Leute, es geht los. 2 Minuten können wirklich so lang sein. Es war eben so, so knapp. Mal gucken, ob das jetzt hier besser läuft. Ich bin mal gespannt. Oh, da werde ich gehackt mit Klaus. No, da war ich fast raus. Julia hat mich fast rausgehauen. Ich dachte so, was ist denn hier los? Oh mein Gott, es ist wirklich viel hier los mit Hack, mit Tetris und so. Ich komme gar nicht mehr klar. Es ist wirklich hier ein Tovabo. Nein, was ist denn hier los? Die nächste Runde beginnt. Es ist wirklich hier nicht zu glauben. Die sind so gute Spieler hier. Die sind richtig am Schwitzen. Ihr habt eben die Runde gesehen. Die war wirklich gar nicht mal so close. Vielleicht schaffen wir es wirklich für euch nochmal hier die Gems mit nach Hause zu nehmen. Das ist so, so crazy. Oh mein Gott, El Primo, punch mich hier raus. Ich dachte kurz, ich fliege bis nach Bayern, aber nein. Oh, Fuba hier auch aggressiv. Und David auch, ich wurde hier gedoppelt gegrätscht. Die Grätsche ist auch richtig gefährlich. Und ich merke schon, wie die mir alle hinterherlaufen. Die wollen mich auf jeden Fall hier rauskicken. Wir machen nochmal... Oh, wichtig, dass sie hier nochmal ein Cancel gemacht haben. Oh, hier werden wir raus. Schnell, schnell. Oh mein Gott, wir müssen schnell hier durch. Und Fubratz hat mich hier fast rausgehauen. Ich dachte kurz, er nimmt mich mit in den Laser. Aber nein, es war wirklich Close-Ritis. Das gibt's doch alles nicht mehr. Jetzt müssen wir hier ganz entspannt drin rüber. Ey, Fuba lauert immer so hinter mir. Ich merke richtig, wie Fuba hinter mir lauert und richtig Stress macht. Oh mein Gott, ich wurde hier von dem Partner befreit. Er hat sich selber rausgebaitet. Hätte er das hier wirklich durchgezogen, wäre ich hier komplett raus gewesen. Aber nein, sein Partner hat aus Versehen hier draufgehauen. Das ist doch noch alles nicht mehr möglich. Hier, oh. Oh, 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 wichtig. Wir sind drüben. Ey, das läuft richtig gut für uns. Die sind fast alle raus. Aber nee, die sind so gut. Ich dachte kurz, die fliegen alle raus. No. Oh mein Gott. Oh. Oder... Oh, ich muss jetzt aufpassen, hier wirklich mit Volleyball arbeiten. Oh, Fubras wollte mich auf jeden Fall aufhalten, hat er nicht geschafft. Und die sind fast alle rausgeflogen. Fuba und El Primo sind hier die einzigen, die hier noch am Leben sind und hier mich wirklich aufhalten können. Vielleicht ist das die Runde der Runden. Wir haben es fast geschafft hier. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir hier entspannt spielen. Wir dürfen nicht zu gestresst sein. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Die sind hier richtig am Schwitzen. Das könnte wirklich die Runde der Runde sein und hier wirklich für uns den Sieg holen. Das ist so crazy. Oh mein Gott. Fuba, aufpassen. Nochmal hier einmal einen Punch mitgegeben, damit der hier wirklich rausfliegt. Oh mein Gott, dieses Hindernis ist mein Hater-Hindernis.
Ich sag euch, dieses Hindernis ist so schwitzerig. Oh, raus! Nein, 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 wir müssen überleben. Und wir haben es geschafft. Die erste Runde haben wir wirklich 2 Minuten überlegt. Ich glaube es nicht. Die ersten Gems, die wir für euch wirklich hier eingesammelt haben. Ich glaube das alles nicht. Richtig krass. Ey, crazy. Richtig, richtig stark hier gespielt. Wichtig. Es ist soweit. Die nächste Runde beginnt. Die ersten 500 Gems haben wir für euch gesammelt. Was ihr alles dafür machen müsst, ist natürlich Abonnent dieses Kanals zu sein, ein Like auf dieses Video zu lassen, euren Ingame-Namen in die Kommentare schreiben. Und zusätzlich einmal noch... Oh, Dragon macht ein bisschen Druck hier, ich dachte kurz. Und zusätzlich einmal noch eure Video-Idee reinzuschreiben. Wenn ihr eine habt, gerne mal reinschreiben, was ihr nochmal sehen wollt, damit wir da Bescheid wissen. Oh, spannend. Wer holt sich das hier raus? Wichtig. Oh mein Gott, no. Ey, die sind so schwitzerig, die holen mir mit Tetris dies, das raus. Ich kann das alles nicht mehr. Was ist denn hier los? Oh, die Tetris ist so brutal, ich sag euch. Die machen hier keine halben Sachen und wir sind fast raus. Umut, schwierig. Nur Leon ist auch am Start, auch aktiver Zuschauer. Hier. Wir probieren den mal hier raus. Ah, mein Gott, das war das denn hier? Wir sind fast... Oh mein Gott, wir sind fast raus. Nein, wir sind raus. Das gibt's doch alles nicht mehr. So gut gespielt und dann sind wir einfach raus. No, please. Was war das denn? Das gibt's doch alles nicht mehr. Die nächste Runde beginnt. Das ist doch hier alles nicht mehr möglich. Wir haben wirklich solche Schwitzer in der Community. Es ist wirklich, wirklich schwierig, gegen die wirklich hier durchzuhalten. Das ist wirklich schwierig. Wir haben hier einmal Tuna and Max und... Oh mein Gott, Loser ist drinne. Der Schneeball, der hätte es gebracht. Er gibt mir einen Kick mit Kito. Das ist doch alles nicht mehr möglich. Was ist denn hier los? Oh mein Gott, das ist so schwitzerig. Wir wären da schon jetzt fast raus gewesen. Eieieiei, da müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen. Loser, auch aggressivster Spieler überhaupt. Da bin ich Gott sei Dank ganz schnell durchgepackt. Ganz, ganz schwierig hier. Oh mein Gott, die werfen hier mit Schneebällen, Boxen, Tetris. Die haben ja wirklich alles am Start hier. Was ist denn da los? Oh, ich wollte die rausboxen. Ich hab Karma bekommen. Oh, durchgebackt, durchgebackt. Die spielen. Was war das für ein krankester Powerpunch der ganzen Welt? Loser macht einfach den Powerpunch, der Powerpunch und wir sind raus. I can't believe this. Was für ein krasser Powerpunch des Powerpunch des Powerpunch war das denn? Wir waren direkt raus. Es geht los. Es ist wirklich gespannt. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt hier wirklich mich raushauen oder nicht. Wir haben wieder jedes Mal probieren wir wirklich neue Leute. Oh! Da wäre fast einer raus. Wir haben ihn fast rausgepuncht hier. Mit Tetris fast rausgehauen. Oh mein Gott, was ist hier los? No, lass mich los. Er dachte schon, er wollte mich hier raushauen. Aber hat gedacht, ich mach, gib mir noch mal ein bisschen Zeit hier. Ey, das ist doch alles nicht mehr möglich. Die schwitzen richtig. Ich erwarte gleich wieder irgendeinen Powerpunch. Ich habe ein bisschen Angst gerade, muss ich sagen. Die sind richtig schwitzig. Die haben Pfannenwender. Die haben ja alles. Was haben die noch denn hier? Ich glaube, das ist alles nicht mehr Grätsche. Die nehmen mich komplett, Alter, das ist doch nicht mehr möglich, was ist denn hier los, die haben nicht nur, die haben, oh mein Gott, das ist 10, ne, die haben ja alles, wir haben Ball, ganz ruhig, nein, wir kommen nicht rüber, die erste ist raus, no, das war die Wolver zu dick, ich kann das alles nicht mehr, no, please, was ist denn hier los wieder, I can't believe this, Leute. Das war das krasse 5 gegen 1. Falls euch das Format gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare und lasst natürlich ein Like und Abo da. Und hier findet ihr noch weitere Videos, die ihr natürlich nicht verpassen solltet. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen krassen YouTube-Video. Bis dann, Leute. Ciao.